Ja, hey Leute, willkommen dann bei der zweiten Runde von The Binding of Isaac. Wir starten jetzt einfach mal noch eine Runde, weil ich gerade Lust und Laune habe. Und wir schauen mal nach, was uns diesmal erwartet. Auf jeden Fall haben wir hier diesmal gleich die gute Tür. Und wir bekommen das hier. Eine Big Beautiful Fly. Das ist die Fliege, die fliegt jetzt in jedem Raum immer einfach so rum. Und wenn sie einen berührt, dann explodiert sie, soweit ich weiß. Und das ist gar nicht so verkehrt. Das kann mich zwar auch treffen, aber solange es nur die Gegner trifft, ist alles gut. Schauen wir mal, wie weit wir diesmal kommen. Na komm schon her, du. Oh, jetzt ist passiert. Ja, das kann mir auch manchmal helfen, dass ich an Items rankomme. Diesmal zwar eher nicht so, aber es könnte passieren. Okay. Das war dieser Raum. Oh, der geht schon zum Boss. Gleich zwei Schlüssel, warum auch immer. Aber wir gehen erstmal zurück. Vielleicht gibt es da noch was Schönes, was wir uns holen können. Nämlich hier oben. Oh, so ein Mini-Boss. Kriegen wir, glaube ich, auch immer was Schönes. Oh, der ist ganz schön schnell. Warum ist er so schnell? Warum kann meine Fliege nicht dagegen fliegen? Okay. Oh, sogar einen richtigen Gegenstand. Der Virus. Ich glaube, jetzt haben wir manchmal vielleicht die Möglichkeit, den Gegner zu vergiften. Oder wir sind vergiftet. Ich weiß es nicht. Und hier links könnte wieder ein Geheimraum sein. Ich riskiere es einmal. Ja, es hat geklappt. Sehr gut. Münzen ohne Ende. Und noch eine Münze. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Boss. Und gucken mal, wer da auf uns lauert und wer gegen meine dicke Fliege kämpfen will. Und mich natürlich. Es ist Dingel, der Haufe Scheiße. Und... oh shit, das hat mich auch krass. Ja, weil immer wenn er pfeift, dann holt er halt ein paar Gegner und spuckt dann gleich die Kugeln, deswegen muss ich ja aufpassen. Oder er spuckt sie einfach nur. Oder er ja, rast einfach herum. Das ist so ungefähr das, was er macht. Solange man das alles ein bisschen im Auge hat, passiert einem eigentlich nichts. So, gleich haben wir ihn. Oh, und da ist er in meine Fliege reingerast. Oh, was ist das? Ein weißes Herz. Sehr gut, da kriegen wir gleich wieder vielleicht unser weißes Herz komplett. Kriegen wir sogar, weil wir jetzt in die nächste Ebene kommen. Und ein bisschen mehr Energie. Ja, bei dem weißen Herz ist es so, es macht immer... es heftet sich so ran an dein Herz. Und wenn du es dann schaffst, ohne es zu verlieren, in die nächste Ebene zu kommen, das seht ihr jetzt, verbindet sich das und man hat ein weiteres rotes Herz. Sehr gut. Und gleich wieder eine Bonustür. Geil, was ist das? Noch mehr Energie. Mann, wir haben heute echt viel Herzen in diesem Run. Und Gegner ohne Energie. Oh, da hat meine Fliege sogar einen Geheimweg geöffnet. Das ist auch immer praktisch. Da muss ich wenigstens danach nicht suchen und keine Bombe verschwinden. Und einen Schlüssel gibt's auch. Was haben wir denn hier? Bomben. Danke. Danke, liebe Bombenfliege, für mehr Bomben. So, was haben wir denn hier? Oh, so ein paar Zombies. Komm schon, stirb. Okay. Genau so abgepasst, wie ich das wollte. Und dann hat meine Fliege sich eingemischt. Das ist genau das, was ich meinte, dass ich dadurch auch getroffen werden kann, wenn ich denn gerade ungünstig stehe. Und das ist gerade passiert. Aber das ist nicht so schlimm. Vielleicht finden wir ja noch ein Herz in diesem Dungeon hier. Noch sind alle Chancen offen. So, schön aufpassen, dass ich nicht in der Nähe meiner großen Fliege bin, wenn sie zu Gegnern geht. Oh, shit. Siehst du, er hat mich berührt und wurde dann vergiftet. Also ich glaube, wer mich berührt, der ist vergiftet. Das ist das, was ich vorhin gefunden habe. Oh, Spinnen. Oh, die ist schon mal weg, das ist schon mal gut. Und sie hat Pillen hinterlassen. Was machen sie diesmal? Oh, mein Glück hoch. Das ist gut. Okay, da wäre schon der Boss, aber ich will noch versuchen, mein Herz irgendwie aufzufüllen, wenn es funktioniert. Ich hoffe mal, dass hier unten noch was Schönes ist. Ah, nichts. Und hier rechts könnte wieder ein Bonusraum sein. Ich riskiere es. Oh. Na, ich weiß gar nicht. Wenn zum Beispiel ein Bonusraum in einer Etage schon war, ob dann überhaupt noch ein zweiter sein kann, da bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Also vielleicht habe ich die Bombe völlig sinnlos verschwendet. Aber gut, killen wir erstmal Monster. Mit der Fliege dürfte das vielleicht kein Problem sein, wenn sie denn da mal schafft hinzufliegen.
Komm, jetzt. Oh, shit, und fliege los, ey. Das zieht nämlich immer schön viel Energie ab. Ich fliege jetzt einmal rein da, dann haben wir es geschafft. Sehr gut. Das ist meine Fliege. Und da kann man sogar wieder auffüllen. Sehr gut. Und noch mehr Schaden und Reichweite. Ja, auf in die nächste Ebene. Auf in die Katakomben. Schauen wir mal, was unten ist. Ein Gegner. Und ein bisschen Lagerfeuer, wo ich jetzt leider nicht rankomme, aber okay. So, ein Würmchen noch. Und das war's. Da kommen wir wieder mal leider nicht ran. Nach unten will ich lieber nicht gehen, sonst sterbe ich noch. Oh, Bomben fliegen ohne Ende. Jetzt geht's los hier. Oh, shit. Oh, eine Pille. Pheromone. Hm, ich weiß gar nicht genau, was das macht. Habe ich das jetzt geheilt, angegriffen? Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Na gut, ich gehe mal da lang. Ich riskiere es. Na gut, machen wir's. Wenn man sich dann die Kiste schnappt, so, da kommt der Raum mit drei Gegnerwellen, die du dann schaffen musst, um hier wieder rauszukommen. Und dann muss ich immer abschätzen, ob ich das gerade mache oder nicht. Kommt immer drauf an, was ich für Power-Ups habe und wie gut ich geheilt bin, natürlich. Hallo, ein Würmchen muss doch mal drauf gehen oder gegen meine Fliege fliegen. Beziehungsweise meine Fliege muss dagegen fliegen. Okay. Letzte Gegnerwelle ist das Würmchen. Oder Rauche, wie auch immer man es nennt. Aber es sieht gut aus. Wir haben den Raum ganz gut geschafft. So. Und kriegen dafür noch eine Bombe. Sehr gut. So, gehen wir mal wieder zurück und gehen zuerst nach links. Da ist sogar wieder ein sehr guter Raum. Und ich habe auch einen Schlüssel dafür. Das gefällt mir doch immer. Die Schriftrolle, ja, die Schriftrolle ist ja ein Gegenstand, der braucht zwei Aufladebalken, also gar nicht so viel. Und es passiert immer irgendwas, also es kann irgendeine Karte sein oder man ist kurz unbesiegbar oder irgendwas passiert dann halt immer. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Oh, wir haben einen Fleck gemacht, der Gegner angreift, wenn sie reingehen. Das war jetzt für diesen Raum nicht gerade sehr angebracht, aber immerhin. Und ja, was ist eigentlich das hier? Ist das eine Zuhörkiste? Kann man die sprengen? Weiß ich gar nicht. Doch, das geht sogar. Oh. Ja, gut, habe ich mir die Frage gleich selber beantwortet. Oh, die wollen zu mir, aber ich will nicht, dass sie zu mir kommen. Also schießen, dann liegt einer ab. Ja, nicht zu mir schießen. Nicht schießen. Ich bin friedlich gesinnt. Oh, was ist das? Okay, wir haben jetzt irgendwas bekommen, eine Batterie. Ich weiß nicht ganz, wofür sie ist. Aber es ist überhaupt nicht was Gutes. Oh, diesmal hat es die ganzen Gegner verschreckt, dass sie jetzt abhauen. Und das war ihr Tod. Hm, hier unten könnte wieder so ein Bonusraum sein. Ich versuch's mal. Oh, geil, ich hab Glück ohne Ende. Was haben wir denn hier? Eine Batterie, die mir gerade nichts bringt. Schade eigentlich. Naja, zumindest ist sie ja dafür da, wenn ich jetzt die Schriftrolle benutze. Und das ist nichts. Oh doch, ich könnte mal ein Loop machen. Dann kann ich sie einsammeln, dann habe ich das wieder voll. Und diesmal bekomme ich. Ja, weiß ich nicht, was es war. Oh, fliegen, fliegen, fliegen. Sehr gut gemacht, dicke Fliege, sehr gut. Okay. Hoffentlich war es was Gutes. Oh doch, ich bin auf einmal ein Teufel oder so. Ich weiß zwar nicht genau, was mir das bringt. Vielleicht ein bisschen stärker oder so. Und ich glaube, es ist aber nur für den Raum. Wieso lag da gerade ein Schlüssel rum, wo kam der? Okay, gehen wir einfach weiter. Oh, der Piep. Kriegt erstmal eine Rolle. Die nichts macht. Schade. Mist. Ich stehe immer falsch. So jetzt aber.
Wesen greift meine Fliege gut an, wenn ich es schon nicht kann. Ich muss besser auf seine Augen hier aufpassen. Und darum. Oh, shit. Okay. Schnell mal die Herzen einsammeln. Und die Rolle benutzen. Oh, sie hat mein Seelenherz gegeben, glaube ich. Ach so, dann war ich der Teufel und bekomme ein Seelenherz, glaube ich. Schon ein paar Bomben. Oh, nee. Oh, und ich habe auch die Fähigkeit, dass ich hier alles platt machen kann. Das ist sehr gut. Ja, aber die ist ja gleich wieder weg. Glaube ich. Nämlich genau jetzt. So ein Mist. So. Oh, wir brennen ja sogar an den Füßen. Sehr schick. Oh, shit. Immer werde ich getroffen. Oh, es war sogar ein dunkles Herz, was ich hatte. Das dunkle Herz ist, wenn es, ja, wenn ich angegriffen werde und es dadurch weggeht, dann mache ich erstmal massiven Schaden auf alle Gegner in diesem Raum. Oh, diesmal war die Falltür gleich für die nächste Ebene geöffnet, dann muss ich keinen Boss besiegen. Das passt auch ganz gut. Aber das benutze ich erst, wenn ich hier noch mich ein bisschen umgeguckt habe, vielleicht finde ich ja noch was Schönes, was ich sonst übersehe und das wäre sonst doof. Oh, Bomben überall. Das war jetzt doof. Ah, weg, 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 weg. Weg von mir. Ach, Mist, ich hab's gewusst. Achso, jetzt habe ich, glaube ich, verstanden. Meine Batterie macht, glaube ich, dass ich nach jedem Raum mehrere Balken kriege und deswegen kann ich nach jedem Raum meine Rolle immer benutzen. Weil ich das gerade richtig gesehen habe. Ich hasse diese Gegner, die werfen immer so schnelle Knochen, die so schon fast bei mir sind, bevor ich ausweichen kann. Das ist echt blöd. Oh, das ist ja wieder so eine geile Tür. Gesundheit! Oh, Paralyse. Das ist nicht gut. Aber egal. Was ist das denn? Toxikblatt. Ich glaube, jetzt haben wir noch mehr Gift in uns, was die Gegner kriegen, wenn die uns berühren. Gut, wieso nicht? So, da gehe ich wieder nicht rein. Ach, hey, immer diese umständlichen Wege hier, statt man einfach geradeaus laufen kann. Ups. Spinnen, Spinnen. Und sonst nichts. Ja, dann geht es bestimmt unten in die Richtung des Bosses, wo ich ja dann wahrscheinlich gar nicht hin will. Aber dann verpasse ich auch ein Power-Up. Also eigentlich sollte ich vielleicht doch gegen den Boss kämpfen. Es wäre besser, wenn es später passiert wäre, wo die schweren Bosse vielleicht kommen und nicht jetzt, wo ich die Bosse ja vielleicht noch schaffe. Und noch geht es mir gar nicht so schlecht, dass ich eine Ebene überspringen will. Also werde ich vielleicht doch lieber gegen den Boss kämpfen. Könnte von Vorteil sein. Oh, jetzt haben wir ein Schutzschild. Ich weiß nicht mehr. Oh, shit. Sehr gut gemacht, Fliege. Oh, eine Karte. Also Stars. Hm. Da bin ich mir jetzt auch nicht wieder so sicher, was genau die macht. Aber das kriegen wir noch raus. Indem wir es jetzt ausprobieren. Oh, sie teleportiert uns in den Schatzraum, wo ich schon drin war. Passt ja auch ganz gut. Dann haben wir halt wieder einen längeren Weg. Und wieder diesen Weg hier, den ich nicht mag. So ein Mist. So, gehen wir mal nach rechts. Oh. Da haben wir wieder unsere Freunde, die fliegen. Die Spinnen. Oh, Mist. Shit. Schnell weiter. Ah nee, okay, jetzt habe ich es gerade gesehen. Toxic Blood macht, glaube ich, wenn wir angegriffen werden, dass wir dann Blut verlieren und wenn die Gegner da reinlaufen, verlieren sie Energie. So ist das, glaube ich. Poison Shots. Ab und zu einen vergifteten Angriff oder das mit der Batterie? Nämlich über den Schuss, das mit der Batterie lädt sich oft genug auf. Das ist nicht so wild.
Ja, hier kann ich diese Haufen wegmachen, wo ich dann leider nicht rankomme, weil ich gerade nicht fliegen kann. Aber vielleicht... Oh, damit habe ich mich zum Boss teleportiert anscheinend. Ist ja auch mal schön. Wusste ich nicht, dass das auch geht. Und dann ist es auch noch dieser Boss. Mist. Ja, lauft alle in mein Blut rein. Oh, shit. Ich genau dahin will auch. Nimm das, nimm das, nimm das. Oh, Mist. Also wenn er da in der Ecke bleibt, dann ist das eigentlich ziemlich unklug von ihm, aber okay. Ja, ist er doch rausgekommen, so halbwegs. Aber jetzt kann ich ihn gerade nicht treffen, ich hoffe, meine Fliege erledigt den Rest. Aber die ist zu dumm dafür. So. Erstmal schnell die Herzen, die brauche ich ganz dringend. Und ein Gehirn. Ach nee, der Ball of Bandage. Da weiß ich auch noch nicht genau, was der eigentlich macht. Wenn mir das einer sagen kann, bitte. Und da war leider kein Geheimgang. So ein Mist. So, jetzt sind wir schon bei den Tiefen, glaube ich, wieder. Ja. Gucken, ob wir es weiter schaffen als vorhin. In der anderen Runde. Oh. Hört auf mich zu schauen. Okay. Ein Schlüssel für mich. Und ein Boss. Oh, jetzt bin ich unbesiegbar. Das ist sehr gut. Da kann ich ihn gleich angreifen und killen. Da habe ich Glück gehabt. Oh, Bonusraum, gehen wir mal dahin. Das war auch schon. Ja, die Karte ist echt gut. Das ist der Bumfriend, he's greedy. Ja, da haben wir auf jeden Fall einen weiteren Freund. Was genau er jetzt macht, weiß ich gerade nicht, aber er ist auf jeden Fall da. Und jetzt greift uns erstmal unsere Mutter. Da. Und ausgeschaltet die Hand. Die Hand des Grauen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, das sind nämlich die anderen, die den Strahl machen und nicht wie vorhin mit den Würmern. So. Wo gehe ich überhaupt lang? Ich bleib mal weiter links erstmal. Was ist denn hier unten? Gegner. Tower. Oh, da kann ich wieder einen Flugzeug-Angriff machen. Sehr schön. Das ist immer schön stark. Na los, dann geht doch zu meiner Fliege. Oh, Geheimgang, sehr gut. Sehr gut gemacht, Fliege, sehr gut. Dann gehen wir doch gleich mal rein, würde ich sagen, weil an die Kiste komme ich ja leider eh nicht. Schlüssel, zwei Schlüssel. Nette Sache. So, was haben wir hier unten? Blaues, lila Feuer. Und Kisten mit Geld. Oh, 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 shit. Ich habe nicht gesehen, dass das auf mich schießt. Oh, oh, oh. Den habe ich auch nicht gesehen. So ein Mist. Okay, das waren schon mal 5 Münzen. Das war gut. Oh, schon wieder die Mutter. Und dann kommt auch schon der Boss rum. Auf geht's. Oh, da ich wohl genießt. Ja, ich hoffe, ihr wünscht mir Gesundheit. So, weiter geht's gegen diesen Monstro 2. Der eigentlich fast das gleiche macht wie der erste. Nur, dass er noch diesen großen Strahl hat, dass er ab und zu fliegen machen kann und dass er, wenn er landet, in alle Richtungen so schießt. Aber sonst ist er fast genauso wie der andere. Aber du passt. So ein Mist, jetzt bin ich völlig unkonzentriert. Nein, nicht zu mir kommen. Bin gleich weg. Ja, ich weiß immer noch nicht, was mein Bump-Friend da macht und warum meine Fliege ihn nicht mal angreift. Oh, wir haben ihn aber noch geschafft und haben noch ein halbes Herz übrig. Unglaublich. Schnell mal ein bisschen heilen hier. Jetzt haben wir wieder anderthalb und... Ja, alles verbessert. Und wir haben einen neuen Charakter freigeschaltet. Warum auch immer, ich weiß gar nicht, wodurch.
Oh, wir sind doch groß geworden durch den Pilz, wie bei Mario. Oh, und ich glaube, der hat uns sogar vollständig geheilt. Also Gott sei Dank ist der Pilz da gewesen. Weiter geht's. Oh. Nee, da will ich gar nicht lang, da ist eh kein Weg. Dann gehen wir hier lang. Schnell mal durch hier. Ein Automat, wo man Münzen bräuchte. Aber ich müsste durch die Stacheln, also nö. Die Dinger, die sich immer in kleinere Teile auflösen und mich dann angreifen. Schnell mal erledigen diesen Raum hier. So. Dort wieder noch so. Und erstmal der Bonusraum. Wieder die Pfeilspitzen von vorhin. Nicht schlecht. Wieso auch nicht? Die sind ja gar nicht so verkehrt. Und die Karte macht eine Bombe. So. Sehr gut, dass meine Fliege in die Richtung geflogen ist. Schon wieder die Muttermann, die hat heute aber echt auf uns abgesehen. Und diesmal sogar mit zwei Händen. Und noch mehr Hände. Anscheinend sogar vier. Das Feuer schießt auf mich. Oh. Da konnte ich gerade so nochmal ausweichen. Das war echt knapp. Oh, so ein Raum und wir brauchen einen Schlüssel. Ich mach's einfach mal. Und wir sind in einem An- und Verkaufladen. Was ist das hier? Die Blue Map. Ich glaube, jetzt sehen wir die Geheimnisse. Ja, sehe ich auch auf der Karte. Das ist schon mal gut. Schlüssel brauche ich nicht. Bomben auch nicht. Was macht sie, die Pille? Oh, sie teleportiert mich. Zum Boss. Na toll. Da will ich noch nicht hin. Gehen wir erstmal zurück. Und hier unten ist ein Bonusraum. Gleich mal rein da. Eine Kiste. Oh. Wenn ich den habe, dann ist das nämlich gar nicht so verkehrt. Soweit ich weiß, heißt es, wenn ich jetzt immer einen Boss besiege, kommt immer so ein Raum, so ein Teufelraum, wo ich da meine Herzen opfern könnte für tolle Gegenstände. Und diesen mag ich sehr gerne, deswegen bin ich ganz froh, dass ich das jetzt habe. So, wie ihr vielleicht auch auf der Karte erkennen könnt, weiß ich gar nicht, ob ihr das seht da oben, dass hier rechts und dann unten auch noch ein Geheimraum ist. Den möchte ich mir natürlich auch noch ansehen. Und warte mal, die Kiste will ich auch an. Die könnte ja was Schönes sein. Was haben wir denn da? Geld. Vielleicht brauchen wir das mal. Oh ne, hier ist ein Boss drin. Die Gier. Oh. Da kriegen wir eigentlich immer sehr viel Geld hier, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ist zumindest nicht verkehrt, Geld zu haben. Oh, hier war noch der Puls wohl, aber den will ich jetzt nicht. Ach, der Typ sammelt die ganzen Gegenstände für mich ein. Aber die sind dann einfach weg. Kriege ich irgendwann... Achso, dann gibt er mir was dafür. Ah, er nimmt das Geld und gibt mir dafür was anderes anscheinend. Okay, dann weiß ich ja jetzt, was man macht. Gut zu wissen. Oh, das hat mal wieder leider gar nichts gebracht. Aber wir gehen ja jetzt auch zum Boss. Mal gucken, ob wir den diesmal besser schaffen als mit einem halben Herz. Das wäre ganz gut. Vielleicht könnte ich hier mal ein paar Münzen reinwerfen. Vielleicht kriege ich was Schönes. Oh, ein Herz. Das ist ja mal gar nicht schlecht. Noch ein Herz ist auch nicht schlecht. Ein Schlüssel. Und nochmal eine Pille. Ah, eine noch. Okay, noch eine Münze. Also können wir noch eine reinwerfen. Und schon wieder eine Münze. Oh, jetzt haben wir sogar... Okay, dann lassen wir es jetzt. Jetzt ist das Glück ausgespielt. So. Oh, es ist der Kampf. Der ist immer echt schwierig. Ja, der Kampf ist echt immer sehr schwer, wie ich finde, vom Bossen. Weil sie ja so aus allen Richtungen angreifen. Dann kommt noch der Fuß runter und dann beschwert auch noch die Gegner hier nebenbei. Und dann habe ich auch noch meine Fliege hier, die mit explodiert, wo ich aufpassen muss. Also du musst ja echt deine Augen überall haben. Das ist echt schwierig. Komm, aber das schaffe ich noch. Das sieht gut aus. Und, oh, gleich geschafft. Sehr gut. Da haben wir einmal Herzen, dann HP hoch und nach links geht's in den Teufelraum.
Oh Gott, was ist denn das? Gute Frage. Also das linke ist, glaube ich, dass ich meine normalen Herzen in Seelenherzen umwandeln kann. Das möchte ich jetzt mal nicht. Ich hole mal das hier. Cursed. Guppy's Tale. Weiß ich jetzt nicht genau, was das macht. Ich hoffe, was Gutes. Habe ich jetzt eigentlich immer noch diese blaue Karte? Ja, die habe ich immer noch, sehr gut. Dann sehe ich ja immer noch die Geheimräume. Da weiß ich auf jeden Fall, dass wir hier lang gehen. Schnell weg mit den Gegnern und den Spinnen. Die sind nämlich... Oh, verdammt, warum hat die mich getroffen? Und Karte aktiviert. Oh, scheiße, das war bloß ein Bogen, so ein Mist. Nichts, toll. Denn halt nicht. Oh, warum ist denn hier oben so ein Einzelner? Komm, weg mit euch. Du auch. Wieder nix, so ein Mist. Oh. Ich könnte wieder so ein Loch machen. Das ist gar nicht so verkehrt hier, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. So, links ist ein Geheimweg, deswegen gehen wir da mal rein. Was haben wir denn hier? Schönes Geld. Warum nicht? So, was haben wir hier? Böse Wesen, ganz böse Wesen. Mann, das war echt hardcore. Oh shit, ich sehe meine Herzen jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht genau, wodurch das immer passiert. Aber ich sehe auf jeden Fall nicht mehr die Herzen, die ich gerade habe. Und das ist immer sehr schlecht. Da weiß ich nicht, ob ich sehr doll aufpassen muss oder nicht. Also passe ich einfach immer auf, nicht getroffen zu werden. Was haben wir hier noch? Oh, ein Bettler und es geht weiter nach oben. Oh, was haben wir denn hier? Zum Türen-Unlocking, aber nee, lass noch mal, wir bleiben mal hier bei. Oh, die Augen, die nicht so nett sind, da haben sie mich schon gekillt. Ja, das war dann der zweite Run von Isaac und vielleicht machen wir noch einen dritten. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.